Der Versuch einer ersten kommerziellen Mondlandung durch das japanische Start-up iSpace ist offenbar gescheitert. Die Kommunikation mit dem sogenannten Lander habe nach dem geplanten Erreichen der Mondoberfläche offenbar nicht hergestellt werden können. Auch wenn iSpace von einer missglückten Landung ausgeht, es besteht noch die Chance, dass die Sonde womöglich doch intakt aufsetzte und dann schwere Schäden erlitt. Nur die USA, die Sowjetunion und China haben bisher erfolgreich Raumfahrzeuge auf dem Mond gelandet und betrieben. Genauer erklären kann uns das der Astronaut Ulrich Walter, mir jetzt aus München zugeschaltet. Ich grüße Sie ganz herzlich. Ich grüße Sie, Frau Werther aus München. Man hört also, es bestehe noch Hoffnung für diese Mondsonde. Wie schätzen Sie das Ganze ein? Ah, ich sehe das eher skeptisch. Wenn man nach einem Tag keinen Kontakt bekommen hat, was soll ich da sagen? Es ist genauso, als würde sie nicht mehr existieren. Tatsächlich soll ja auch ein Rover, also ein Fahrzeug, dann aus diesem Landegerät rausfahren und dann die Oberfläche erkunden. Ich glaube, das wird dann nicht mehr passieren, denn wenn man keinen Kontakt hat, kann man nichts mehr steuern. Und deswegen, glaube ich, sollten wir diese Mission abschreiben, aber wir haben eine Menge daraus gelernt. Was war denn das Ziel dieser Mission? Dieses neue iSpace wollte zeigen, dass sie es können. Sie stehen in Gespräch mit der NASA. Die NASA wollte ihnen nach einer erfolgreichen Mission einen Auftrag geben, um in Zukunft, und die Amerikaner wollen ja auf dem Mond landen, um denen in Zukunft die Versorgung auf dem Mond sicherzustellen. Und darauf war iSpace sehr scharf drauf. Das bringt nämlich eine Menge Geld. Aber sie mussten jetzt erstmal nachweisen, wir können es. Und deswegen werden die auch nicht aufgeben. Die haben angekündigt, dass sie im nächsten und übernächsten Jahr nochmal eine Landung versuchen werden. Und wenn es dann klappt, kriegen sie ja vielleicht den NASA-Auftrag. Vergangene Woche die Explosion von Starship, kurz nach dem Start jetzt diese missglückte Mission. Aber Sie haben schon gesagt, wir haben eine Menge daraus gelernt. Also brauchen wir solche Misserfolge, weil wir einfach daraus viele neue Erkenntnisse auch gewinnen und um dann Fortschritt zu generieren? Ja, so ist es immer im Leben. Aller Anfang ist schwer. Ich erinnere gerne an das Anfang des letzten Jahrhunderts, als die ersten Autos auf den Markt kamen. Die waren nicht nur sehr teuer, sondern sehr anfällig. Die Bremsen und Motoren haben nicht funktioniert. Man braucht Jahrzehnte, bis man Technik im Griff hat. Dazu kommt Folgendes. Bei uns in der Raumfahrt sagt man, Raumfahrt ist hart. Space is hard. Und vielleicht können Sie sich an den Film Der Marsianer erinnern. Da sagte Mark Whitney am Ende des Filmes, Space is not cooperative. Also Raumfahrt ist nicht kooperativ. Und das ist einfach ein riesiges Problem. Alles, was schief gehen kann, geht schief. Es ist nicht günstig. Und wir brauchen sehr viel Zeit, um alles in den Griff zu bekommen. Und da sind wir jetzt gerade dran. Und selbst kleine Firmen müssen das verdauen. Ja, nochmal zurück zu diesem japanischen Startup iSpace. Wie geht es denn da jetzt weiter, nachdem also die Kommunikation mit diesem Lander nicht mehr möglich ist? Wird man überhaupt jemals aufklären können, was da passiert ist? Doch, doch, das kann man schon. Was man macht, man nimmt die sogenannten Telemetriedaten, also die letzten Daten, die man vom Satelliten bekommen hat und analysiert die genau. Und daraus kann man oft herausbekommen, wie es denn angefangen hat mit dem Fehler. Also zum Beispiel die falsche Einstiegsbahn auf die Oberfläche. Vielleicht hat dann auch der Sender, die Elektronik nicht funktioniert. Vielleicht findet man einen Fehler in der Software. Also das findet man schon oft heraus. Und daraus kann man dann wieder lernen. Und wenn Sie dann in einem oder zwei Jahren eine neue Mission machen, dann können Sie es halt besser machen. Professor Walter, ich danke Ihnen ganz herzlich für diese Einordnungen zu dieser Mondmission von iSpace. Und wir werden uns sicher ganz bald wieder sprechen, wenn es um das nächste Raumfahrtthema, um die nächste Mission im All geht. Dankeschön, liebe Grüße nach München. Bis dahin. Tschüss. Tschüss. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können.
Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.